Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris und auch Salam Aleikum zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4, das Unlikely Candidate Achievement, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Mosab. Und heute wollen wir erstmal ein paar Revolten niederklopfen und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so gebacken kriegen heute. Ja, du hast das natürlich besetzt, das ist okay. Müssen wir leider mit klarkommen. Da haben wir wenig Möglichkeiten, was gegen zu tun. Das Gebirge, aber gegen 17 Regimenter sollten wir da eigentlich bestehen mit unserer Armee. Du kannst mir nur noch mal gerade sagen, gibt es eine Provinz, von der wir... Ja, es gibt tatsächlich eine, von der wir keinen Überquerungsmalus bekommen. Das ist die da hinten. Und dann schauen wir mal, ob wir das so von hinten durch die Brust ins Auge machen müssen. Rekrutenreserven sind ja momentan noch da. Das ist soweit erstmal ganz gut. Portugal darf mich doof finden. Die muss ich ohnehin irgendwann nochmal angreifen. Die haben es nicht anders verdient. Wir holen uns mal noch ein paar Kerne. Stopp. Nach Dara möchtest du. Da bekommen wir so oder so einen Überquerungsmalus. Wir können hier einfach mal ein paar Soldaten stehen lassen. Kann Mantua den Krieg erklärt mit Eroberung als Ziel? Okay. Oh Gott. Wie kann man nur so viele Nuller würfeln? Aha, eine 8. Also. Wundertoll. Und dann machst du bitte wieder eine Armee hier drüben hin und die andere Armee machst du hier hin. Jawollsen. Okay. Dann weiter und überlegen uns mal. Ja, komm mal zurück. Verlieren wir 100 Dukaten oder bekommen wir Unruhe für 5 Jahre? Verweigerte Hilfe in Abda. Okay, dann machen wir das so. Dann kriegen wir halt Unruhe in Abda. Ich glaube, wir können hier jetzt auch ein bisschen beschleunigen. Ich könnte auch wieder jemanden beleidigen. Oder? Ich habe dich schon beleidigt. In 5 Jahren geht das erst wieder. Okay. Aber ich habe den beleidigte Rivalen-Modifikator nicht mehr. Das heißt, dann können wir die Engländer beleidigen. Okidoki. Ja, wir bauen mal ein Spionagenetzwerk gegen Aragorn auf. Jetzt ohne, dass ich mir da großartige Hoffnung mache, dass, wenn wir die angreifen, dass Österreich da nicht mitmacht. Aber ja, wir können auf jeden Fall, ja, wir können es auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Die anderen Waffenstillstände, die dann ablaufen, sind Marokko in 4 Jahren. Das ist vielleicht der wahrscheinlichere Fall. Es dauert so lange, bis die Regimenter aufgefüllt sind, ne? So, gehen wir mal hier wieder ein bisschen mit der Finanzierung runter. Bitte machen wir da nochmal meinen gammeligen Erben rein. So, jetzt müssen wir noch Huelva koren und dann haben wir es doch schon wieder zu einem guten Stück geschafft, ne? Alles katholisch. Unfassbar.
Und eine religiöse Einheit von 71. Das ist echt sau wenig. Komm, dann konvertieren wir Cadiz auch noch. Oh, die Ottos haben Venedig angegriffen. Das ist interessant. Die haben ja ein paar Verbündete, aber die sind gar nicht so stark, ne? Wir haben ja einen Rivalen in niedrigen Kriegsgrund, ne? Das ist ja eigentlich ganz gut. Also wenn die Ottos da drauf smashen, dann machen wir das vielleicht auch noch. Du hast aber auch nur den Krieg mit den Ottos gerade, ne? Okay. Und du willst Nice haben, das ist doch bestimmt irgendwo. Okay, da. Ach, aha. Serbien möchtest du haben. Okay, interessant. Ja, Österreich würde da natürlich mitmachen, ne? Wir haben echt schwierige Umstände hier gehabt. Was sind denn das? Also Albanien, Johanniterorden, Augsburg und Memmingen. Augsburg ist so bestimmt so eine Liga, ne? Albanien und Johanniterorden, das sind Verbündete. Okay. Und dann hast du bestimmt hier diese Handelsliga. Da ist Albanien übrigens auch drin. Also es gibt halt jeweils 100 Machtpunkte, wenn wir das machen, ne? So, was haben wir jetzt? Erweiterung der Matraza in Granada. Erhält 10 Prestige, 1 Grundsteuer, Grundsteuer. Granada erhält berühmte Matraza. Oder Madrasha vielleicht? Wahrscheinlich Madrasha, würde ich mal behaupten. Entwicklungskosten lokal minus 15. Produzierte Güter und Steuereinnahmen minus 50 und minus 75. Okay, wie viel bringt mir Granada momentan? 1 und zwar 20 durch Produktion und so. Okay. Das ist mir eigentlich das Prestige und die zusätzlichen Punkte hier wert. Das sind nicht so krasse Einschränkungen hier. Ja, mach bitte hier noch den Chor fertig. So, wir haben hier wahrscheinlich einen sehr hohen Autonomiewert. Haben wir irgendwo noch Erlasse drin? Nee. Ich muss mal gerade gucken, wo hier meine Übersicht mit den Ständen ist. Die ist hier. Da sind keine Stände drin. Das heißt also, wir werden das Ding irgendwann konvertieren können. Wir könnten ja hier einen Erlass reinmachen. Zur besseren Missionierung. Aber das ist noch ein bisschen zu früh für meine Begriffe. Ja, oder halt eben zur Reduktion der Autonomie. Wobei das ja jetzt auch so runtertickt, ne? Ja, komm, lass mal. Albanien macht schon nicht mehr mit. Augsburgischer Herrscher ist grausam. Minus 20. Ich baue mal ein Spionagenetzwerk dir gegenüber auf.
Ui, die haben tatsächlich eine Armee der Ottos geschlagen. Ja, wir warten noch ein bisschen, denke ich. Vielleicht greifen wir erstmal Marokko an. Wann endet das Ding hier? 54, ne? Das ist eigentlich, ich glaube, das ist die bessere Variante. Okay. Die Flotte bitte noch einmal finanzieren. So nochmal zurück und ich muss es aber etwas langsamer ablaufen lassen. Und da ist mein Spion momentan unterwegs und den anderen Spion, den schicken wir hier hin. Die sind mit Mali verbündet, was interessant ist. Wir haben momentan keinen Admiral zur Verfügung hier für diese Flotte. Okay, witzig. Ja, mit Galeeren plündern ist jetzt echt nicht die beste Idee, weil die halt so langsam sind, aber das ist auch hier gerade gehauzt wie gespaust. Da können wir auf jeden Fall überfallen. Warte mal, fahr bitte nochmal hier hin. Weiß halt nicht. Ich glaube, hier reicht... Ah, doch, meine Reichweite haut hin. So, Halleluja. Waffenstillstand mit Österreich und Aragorn beendet. Hehehehe. Das sind ja super Aussichten, ne? Jetzt kann ich mich endlich wieder mit Österreich anlegen, die ja so unfassbar mächtig sind. Ich kriege hier Verschleiß. Da bin ich wirklich ein bisschen zu weit weg. Okay, hat ja gepasst, ne? Gott, die Ottos verlieren gerade. Das ist so, weißt du, wenn du schwache Ottos sehen willst, dann musst du dich mit ihnen verbünden. Dann schaut euch das an, dann verlieren die alles. Gewinnen die nichts mehr. Ah doch, das haben sie jetzt gewonnen. Wir können in Ideen investieren. Was in Anbetracht des zeitlichen Vorsprungs hier auch ratsam scheint. So. Wir bekommen halt nochmal ein Flottenlimit. Das ist halt so witzig, ne, wenn wir das machen. Das Ding ist halt nur, mit diesen ganzen Seeideen, da gewinnt man halt keinen Blumentopf, ne? Was war das nochmal hier? Handelsideen? Handelseinfluss global 20%, ein zusätzlicher Händler, mehr Reichweite beim Handel, mehr Handelseffizienz, nochmal ein zusätzlicher Händler, 25% Handelssteuerung, Karawaneneinfluss 25% und nochmal ein zusätzlicher Händler. Das ist halt eigentlich ganz witzig, um wenigstens Kohle zu bekommen, ne? Hier die Seefahrtsideen. Ach kommt, aber Leute, wisst ihr was? Komm, wir machen das. Wir sind die Oberpiraten hier in diesem Spiel. Kommt, Leute, wir machen das jetzt. Wir sind jetzt einfach die. Wir machen jetzt nichts mehr anderes, als zur See zu fahren.
Alles, was wir machen, hat irgendwas mit Seefahrt zu tun. Alles. Wir sind hier, wir meinen hier die Iron Fleet, machen wir jetzt. Okay, dann zur Iron Fleet gehören auf jeden Fall noch hier 5 Galeeren, um mögliche Drachen vom Himmel runter zu ballern. Sonst hätten wir unter Umständen Probleme. Okay, Emire erlangt direkt wieder Einfluss, nachdem ihr Einfluss abgelaufen ist. Was ein Quatsch. Ich kann mir hier nochmal einen Admiral holen, was nicht doof ist. Aber ich kann auch noch ein Momentchen damit warten. So, das Kriegsziel hältst du ja schon mal, ne? Ach, die haben 36 Schiffe hier stehen. 31 Galeeren und 5 Großschiffe. Alter! Wie bitter! Wie bitter ist das denn? Die haben auch eine krasse Flotte, ne? Aber, Achtung, wir dürfen nicht vergessen, wir bekommen... Achso, das ist Effizienz der Freibeuter. Okay, ich muss dann echt wieder mit Freibeutern spielen. Aber es bringt Kampfstärke für Großschiffe, bringt mir nicht so viel Moral. So, hier 10% Seeangriff bringt mir was. Die Rumpfstärke bringt mir natürlich auch noch was. Aber unsere Galeeren, die bekommen doch... Wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier, die kriegen momentan einen 40er Bonus. Da will ich halt hin. Dann werden die halt nochmal heftiger. Naja. Müssen wir noch machen. Sag nochmal ganz kurz. März 54. Ja, okay. So, 2 vom gleichen Schlag. Königin Aishas Freund wird Berater am Hof, erhaltet eine Stufe 3 Disziplin plus 5 Kommandant von tunesischer Abstammung. Ich glaube, wird 50% billiger sein. Das Dumme ist, kann ich mir nicht so richtig leisten. Oder wir bekommen 50 Militärmacht. Ja gut, das ist halt so, plus 5 Disziplinen sind auf jeden Fall halt nice, ne? Das Ding ist halt... Wie viel würde er mich kosten? Er würde mich einen 10er monatlich kosten. Den kann ich mir nicht leisten. Das ist echt mega ärgerlich. Der ist auch erst 45, ne? Ich gehe davon aus, dass ich den Typen dann noch ein bisschen behalte. Ja. Warum endet der Waffenstillstand jetzt hier im Januar eigentlich? Das ist ein bisschen arg früh, ne? Was ist das für eine Flotte? Deine Restflotte ist das. Okay. Dann machen wir jetzt auch Folgendes. Du holst mir jetzt bitte hier den... Wann kann ich die Diplo-Hilfe von dir fordern? 59 wieder, alles klar. Ja, dann holst du mal den Admiral. Und dann holen wir mal gerade diese Spende da ein. Das bringt nämlich einen Haufen Schotter. Der ist gut, der Admiral. Okay, wir haben Kohle, wir haben Kohle. Wollen wir Verteidiger des ibaditischen Glaubens werden? Wie viele ibaditische Fraktionen gibt es noch? Gibt es überhaupt noch welche? Okay, wir gucken nochmal gerade. Die haben bestenfalls unterschiedliche Schulen, ne?
Aber ich glaube, es gibt sonst keine Ibaditen mehr. Wäre ja witzig, wenn wir es wählen würden, ne? Wäre witzig, wenn wir es wählen würden. Mehr Moral, weniger Krise. Ah, die Technologiekosten, die zecken mich aber zu sehr. So, komm du mal gerade zurück. Und du sagst jetzt mal ganz kurz. Habe ich noch Ansprüche hier? Ja, ein paar, ne? Das reicht ja auch. Miltech 10, das müssen wir auch, die müssten wir auch locker wegklatschen können. Genau, wir machen Eroberung von Anfa, weil das erscheint mir relativ leicht zu sein. Mali macht auch nicht mit, das ist doch super. Dann treten wir nämlich direkt mal hier den Krieg los. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das machst du jetzt! Das ist unfucking fassbar. Wie können die denn plus 2 haben? Durch Blockade oder was? Oh shit. Das wird sehr lustig. Nicht. Aber gut, wir haben Geld, ne? Wir bauen uns mal noch ein paar Schiffe. Das Gute ist, ich glaube wirklich, dass wir diesen Krieg gegen Marokko relativ schnell gewinnen. Dann sind wir hier flott wieder raus. Direkt hier runterlaufen. Bitte mach das schnell. Ja, ja. Aua, aua, aua. Nee, ich lasse die Bauern mal hier noch ein bisschen gewähren. Das ist die aragonesische Flotte. Ja, ich muss leider noch hier, ich bin leider hier noch gefesselt. Zumindest warten, bis ich die Hauptstadt habe. Und jetzt hören wir nochmal auf, hier zu konvertieren. Das bringt uns nämlich nicht den sonderlich großen Vorteil. Okay, gut, die Armee ist schon mal weg. Du gehst hier hin und
Wann bist du da? Am 21. Okay. Bist du am 27. in 6 Tagen? Also am 12. laufen wir los. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir das. Machen wir die Bauernrevolte platt. Die dürften nicht so tough sein. Okay, gut, solange das nur 2 wild gewordene Aragonesen sind, die hier bei mir landen wollen, ist das fein. So, wir haben Casablanca. Sweet. Die Frage ist, ob wir wirklich gegen seine Flotte hier kämpfen wollen. Ich würde mich eigentlich sagen, wir versuchen das Gefecht mit seiner Flotte zu vermeiden, um Schäden an unserer Flotte zu verhindern. Es sei denn, wir müssen hier jetzt kämpfen. Ne, gut, wir konnten das umgehen. Hauptsache, der hat mich nochmal geplündert, ne? So geil. Der konnte mich jetzt hier plündern, weil ich seine Provinz besetzt habe. Das heißt, er hat jetzt seine eigene Hauptstadt geplündert. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ja. So, du kommst hier hoch, da wo die, da wo Aragorn jetzt landen möchte. Prestige pro Entwicklung ist ganz gut. Institution, Verbreitung, wahrer Glaube. Ja, mach mal. Wird mir nicht so sonderlich viel bringen, aber ist okay. Gut, du bist frei, das ist super. Dann fährst du jetzt bitte schnell hier rüber und knupst den Typen da mal weg. Wann bist du da? Am 1. August. So, 5 Schiffe gerade mal so lässig im Vorbeifahren mitgenommen. Danke Österreich, danke Österreich. Genau, greif doch erstmal, also du bist ja gerade mit den Ottos im Krieg, aber kümmere dich doch ruhig erstmal um Mosab, das mächtige Mosab. Okay, ist easy. Ja, es wird eine volle Annexion. Ich könnte verlangen, dass er Marrakesch entlässt, aber was bringt das denn bitte? 366 Admin macht, Alter. Okay, pass auf, wir machen das jetzt. Wie viel Überdehnung bringen wir das? 80. Autsch. Das ist viel, ne? Gerade in Kriegszeiten. Nicht so günstig. Aber wir sind dann halt diesen Krieg los, ne? Wir können aber auch sagen... Nee, komm, ich will nicht mehr geplündert werden von denen. Komm, wir machen das jetzt. So, die glorreiche Nation... von Marokko hat aufgehört zu existieren. Ihr geht mal bitte hier hin. So, wann will der gelandet sein? Am 11. und wann willst du das? Am 13. Shoot. Das wäre cool gewesen, wenn ich den vorher noch erwischt hätte. Ne, warte mal. Wir fangen mit den teuren an. Ne, warte. Wir fangen mit denen an, die am meisten Überdehnung bringen. Das sind die teuren. Okay, alles klar. Und dann steigen wir direkt noch hier mit ein und dann haben wir damit immerhin, wenn wir das haben, schon mal einen Teil weg, ne? Okay. Ja, okay, okay, okay. So, da wird's jetzt spannend da drüben.
schon ein bisschen Damage gefressen, das ist gut. Er hat keinen Befehlshaber dabei. Das wird ihnen teuer zu stehen kommen. Er würfelt natürlich eine 6, ne? Aber ihr seht schon, wir machen hier guten Schaden an seiner Flotte. Das ist ja auch keine wirkliche Kriegsflotte. Ich glaube, die werden wir echt komplett in Grund und Boden stampfen. Ja, er hat fast seine komplette Flotte verloren. Wir haben wohl ein paar Flotten erobert. Nee, warte, nicht da, sondern bitte hierhin. So, wir jagen jetzt bitte noch ein paar Österreicher. Auf dem Meer, da wo man sie am ehesten erwartet. ...129 Tage brauchst du, um Leon zu belagern. Ey, Alter, das gibt's doch nicht. Stopp, wohin fährst du? Dann fahr ich da auch hin. Und zwar dann, wenn du den Movement Lock drin hast. Okay. Pass auf, wir machen's anders. Schwupps. Guck mal, jetzt bin ich nämlich schneller. Jetzt kannst du nicht mehr abhauen. Hihi. Das Doofe ist nur, jetzt kämpfen meine Flöten zuerst. Aber ich kriege hier meine Verstärkung. Oh, unser Thronfolger ist krepiert. Wir kriegen einen neuen, der genauso mies ist. Okay. Und das Dumme ist, der ist jung, ne? Ja, hast du einen schwachen Thronanspruch, Alter? Okay, gut, ich werde den auf jeden Fall absägen. Es tut mir leid. Möge Gott seine Armseele gnädig sein. Was machen wir jetzt am besten hier? Also ich würde sagen, wir sind drauf und dran, hier schon mal die Oberhoheit über die Flotten zu erlangen. Haben wir hier schon... Ja, wir haben schon einige Gebiete hier geflaggt, ne? Auf jeden Fall. Und zwar... Ja, die drei Provinzen, ey, wenn wir die kriegen, ich steige da zur Not mit dem Separatfrieden aus und lasse die Ottos verschimmeln, damit ich dieses Let's Play-Projekt erfolgreich beenden kann. Oh Mann, ey. Guckt's euch an hier, wir zerschreddern halt, auf See zerschreddern wir halt echt alles, ne? Aber, ja, also, was hat der? Offensivideen, ne? Ja, ist klar, ja, natürlich, ja, volle Offensivideen und so. Widerlich, widerlich, Österreich, einfach nur widerlich. Okay. Auf der anderen Seite, ne, lasst euch jetzt, lasst euch jetzt davon nicht irritieren. Die Ottos haben echt gar keine so große Armee irgendwie. 118er Truppenlimit. Ja, wie gesagt, ne, also willst du schwache Otto sehen, verbünde dich mit ihnen. Dann, ne? Aber gut, ne, die sind auch nochmal, die sind auch genervt in diesem Patch auf jeden Fall. Aber unsere Flotte, komm, wir gucken noch zu, wie die österreichische Flotte so komplett zerhackt wird. Also wir haben einen Auftrag für die Werft. Schnell zurück. Das machen wir noch. Jawohl, der bleibt da. Alles klar. Okay. Oh yes. Das werden sich die Österreicher anders vorgestellt haben. Ja, das sind zwar 17 Galeeren, aber... Wir haben 25 Galeeren mit 40% mehr Kampfstärke. Ich guck gar nicht hin. Ich kann gar nicht zugucken. Okay. Ich sehe das jetzt aber so.
Also der läuft da irgendwo hinten in der Pampa rum mit diesen zwei Regimentern. Der läuft mir eigentlich die ganze Zeit nur weg. Wir machen hier kehrt und jetzt muss ich doch hingucken. Bäm. Schau ich das an. Und nochmal zwei Schiffe erobert. Alter, wie geil ist das denn? Also flottenmäßig macht's Spaß, ne? Die haben durch Genua, meine ich, oder haben die durch Genua diese Großschiffe? Ja, die haben fünf Großschiffe durch Genua. Aua, und du kämpfst halt gegen die Johanniter, ne? Die Ottos sind down. Ich sehe es schon kommen, ey. Wir müssen wahrscheinlich noch hier mitten im Krieg, müssen wir Venedig jetzt auch noch den Krieg erklären. Warte mal gerade. Jetzt waren wieder alle mit, ne? Ja, dammit, ey. Okay, Österreich. Kriegt noch ein Spionagenetzwerk und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und wieder einmal wird es unser Auftrag sein, den Ottos den Hintern zu retten. Bis dahin sage ich, macht's gut. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete und Salam. Bis dann, tschüss.